Hello and welcome to Let's Play Assassin's Creed with Rico and Philip. We are the Tastatur Crasher. Und ich bin der deutsche Übersetzer Philip und er hat gesagt Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed mit Rico und Philip. Wir sind die Tastatur Crasher. That's right. Aber das versuchen wir hoffentlich nicht, das ganze Spiel lang jetzt durchzuziehen. Ach nein, das ganze Let's Play meine ich. Ach nein, das ganze, die ganze Folge. Jetzt habe ich es endlich. Mann, war das kompliziert. That's right. Hör auf. Hör auf. Warte, ich muss... du musst dorthin. Das wird dich lehren zu stehlen. Was machst du da? Erläuter mal. Ich erläutere, dass ich hier hoch gehen will. Das aber nicht geht, du weil hast es hier eine Decke gibt. Weil du ein Brett vorm Kopf hattest. Richtig. Er wagt es, meine Augen zu stehlen. Was? Er wagt es, meine Augen zu stehlen? Er wagt es, meine Augen wegzuverstehlen. Mein Mann, du da. Nein. Ich hab keine Ahnung. Ey, ich fresse Gras. Langweilig, Mann. Jetzt geht's. Ah, ja, jawohl. Au. Warum kann der nicht einfach 1 Zentimeter weiter springen? Ich habe keine Ahnung. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Weil deine Mutter. Ja, genau. Ja. Was war denn das jetzt? Rein raus, rein raus. Keine Ahnung. So. Ja. Ja. Was? Wo sind die Gardinen? Hab ich gesagt, du dreckiger Stief. Ach so. Ach nee, dreckiger Stief. Ich hab verstanden, wo sind meine Gardinen? Da hat jemand dem Mann seine Gardinen geklaut. Und da schreit jemand. Ah, das wird ja, eine tolle Folge. Weil du angesprungen hast. Ich spüre es. Das wird, eine tolle Folge. Und ich spring wieder runter. Ja, du geh einfach durch die Treppe hoch. Oder nee, ist auch nicht. Ich gehe einfach da die Leiter hoch. Genau. Nein. Die andere Richtung, ist. Andere Richtung, andere Richtung. Ja, ja. Nein, nein. Andere Richtung, andere Richtung. Ja, 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 ja. Und jetzt dort rein, genau. Ja, 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 ja. Jawohl. Einmal frei. Nein, war es mich nicht versucht zu verbessern. Ich dachte trotzdem weiter. Ich hab nichts gesagt. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Habt einen Seid dessen Hut. Sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Habt einen Spule Hut, Alter, hier. Also muss ich jetzt in den Laden gehen und ihren Hut kaufen. Den setzt du dann auf die Butze. Ach nee, Garbutze. Siebrand wird sich auf sein Schiff zurückziehen. Das ist der Zeitpunkt für den Anschlag. Anschlag. Und der ist jetzt gekommen. Wir wollen... Ich lass dich heute nicht zurückkommen. Ach so. Wir töten jetzt den Siebrand. Siebrand! Du darfst jetzt auch reden. Sie haben jetzt die Erlaubnis. Jetzt habe ich vergessen, was ich vorhin erzählen wollte. Tja, Pech gehabt. Ich markiere mir das am besten. Ja, nein. Ich markiere mir das am besten. Ja, ja. Das ist im Hafen, ja. Hast du gesehen. Und im Hafen gibt's Wasser. Ja, das bedeutet, wir müssen vorher noch schwimmen lernen. Das geht? Nee. Das geht? Der hat sich gerade schlafen gelegt, mitten in der Schicht. Ach, der muss doch wohl verrückt spinnen.
Oh, jetzt hast du aber Schwein gehabt. So ein großes Schwein hast du gehabt. Renn einfach, die sieht dich niemand. Renn einfach. Renn einfach. Er hätte sterben können, weil ich dich angerempelt habe. Ja. Da vorne, okay. Synchronisiert. Und jetzt. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft! Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind! Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Der sollte mal dringend seine Tabletten nehmen. Sag mal, haben die damals schon Haschisch geraucht? Ich glaube, du kommst da... Doch, kommst du durch. Nein, du kommst da doch nicht durch. Gehen, ist da drüben? Ja, ich kann sowieso noch nicht gehen, weil das die Sequenz ist noch nicht vorbei. Ach so, der fährt erst zu seinem Schiff. Bewegung! Wo muss ich jetzt hin? Du musst dorthin zu dem Typen da. Kann ich einfach hier durch? Ja, musst du auch gegen die kämpfen. Und da sind ganz, ganz viele. Also guck doch einfach mal, ob du irgendwo drum rumgehen kannst. Haben wir so viel Zeit? Ja, du hast unendlich Zeit. Sehr gut. Hallo? Er hat dir die Waffe gekitzelt. Und jetzt trotzdem ganz vorsichtig. Das war mir klar. War nicht vorsichtig. Doch. Nein. Aber die hinter mir haben mich runtergeschubst. Nein, die sind dich angesprungen und selber ins Wasser gefallen. Du hättest einfach nur stehen bleiben brauchen. Achso, das wäre ja... Du bist dann nämlich... Was wolltest du ihn überspringen? Also der Type. Wollt ihr ihn überspringen jetzt? Lauf? Doch, ja. Ich glaube, es müsste funktionieren, wenn ihr jetzt ganz normal dort langläuft. Das sind bloß die vorne, die dich aufhalten wollen. Wenn ich mich nicht irre, aber ich bin ja irre. Und das da hinten ist sein Schiff. Oder wo, ja, wo ist das bitte? Na, du siehst doch auf der Minimap. Ja, ich sehe das, aber. Also denke ich, das kann sein. Visuell sehen. Was willst du sehen? Visuell will ich das sehen. Willst du virtuell sehen? Ja, ich denke, das ist ein Schiff. Das ist das einzige große Schiff, was hier rumschifft. Jetzt ganz unruhig bleiben. Hüpf! Hüpf! Und noch ein Hüpf. Und noch ein Hüpf. Und jetzt hüpfst du an, auf das große Ding dran. Links oder rechts? Rechts.
Ihr seid hier nicht erwünscht. Wie sieht er dich? Heide, dafür wirst du sterben. Oh. Schade. Scheiß Wasser. Hätte fast geklappt. Wenn der Animus okay, let's do it again. Wähl einfach mal gleich dein Schwert aus, dann passiert es nicht nochmal. Ich wähle einfach gleich mein Schwert aus, dann passiert es nicht nochmal. Du hast es erforscht. Könnte ich nicht einfach da hinten zu diesem Turm gehen? Das kannst du natürlich auch machen. Ja, das geht bestimmt einfach. Das tun wir jetzt. Ich stelle niemanden an. Wenn du noch keine Wache anrennen bist, wird genauso überwacht, also. Von daher. Ihr Assis. Bewegung! Toll. Aber, wenn du, denke, du gehörst, ob ich drauf komme. Genau. Hier gibt's nicht so viel. Sollte gehen, ja. Wo du Abfall produzieren kannst. Ahaha, verstanden. Drauf. Und bewegen uns zu dem Turm. Gardez-le ouvert. Ah, das dachte ich mir, dass hier Wachen sind. Ja, das ist ja das, wo ich vorhin schon mal war. Wo sind die denn? Die sind genau hinter dir. Also einfach da durchgehen, dann seht ihr dich nicht mehr. Du musst durch die Tür gehen. Ja. Nee, hä? Einfach wieder früher. Hör mal auf zu. Die sehen die doch. Du hast irgendwie nicht so viel Timing, oder? Nee. Soll ich das mal schnell machen, bevor du wieder stirbst? Du musst es nämlich nochmal machen. Oh. Jetzt musst du es nochmal machen, alles. Oh. Zum Na gut. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen. Alle guten Dinge sind 15. Ich probier's. Das heißt also, es könnte sein, dass man noch öfters stirbt, da alle guten Dinge 15 sind. Ich probier's einfach nochmal hier drüber und dann Schwert auswählen. Genau. 10 Knöpfe fallen mal drücken. Ja, du hast ja auch 10 Finger. Also kannst du 10 Knöpfe auf einmal drücken. Komm ich da nicht ohne auf den Turm zu gehen einfach? Nee. Weil wo bist du sonst hin? Jetzt kommst du wieder. Das kleine Schiff da. Naja, aber das bringt dir ja nichts. Da kommst du ja nirgends anders hin dann davon aus. Oh Gott. Warum tut er das? Ihr dürft nicht hier sein. Ja. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ihr dürft kein Bier sein. Jawohl. Ich nehme schon Klingel. Jetzt habe ich wegen dir einen Herzinfarkt erlitten. Aber ich muss trotzdem dahin. Ja, du musst jetzt auf das Boot da, würde ich sagen. Weil auf die anderen kommst du nirgendwo anders drauf. Auf das Boot da. Weil ja, ist klar. Auf das Boot da. Also ich könnte jetzt diese Pfähle hier lang gehen. Ja, aber und da links ans Schiff ran, oder... Nee, kann ich hier nicht hoch. Du kannst auch nicht hoch. Doch. Nee. Du musst... Da kommst du rüber auf die Pfähle. Wer sieht dich denn jetzt schon wieder? Jetzt keiner mehr. Hier komm ich auf den Pfahl. Da kommst du auf die Pfahl. Und dann mach ich's einfach. Wo? Kann ich auch hier hoch? Nein. Siehst du? Oder weil ich doch, keine Ahnung, aber versuch lieber dort... Versuch einfach irgendwas, ist doch vollkommen Rille. Du kommst schon irgendwie dorthin, du machst das schöner. Guck, da steht er. Am besten von hinten hochklettern und dann einfach mit der versteckten Klinge erleuchten. Da kriegt er dich überhaupt nicht mit. Dann jetzt auf den großen und dann da an das Schiff. Genau. Boah. Warte, erst Kamera so drehen, dass du siehst, wo er ist. Irgendwo. Kommt er nochmal, warte mal, der kommt bestimmt nochmal zurück. Schön, so, warte. Ne, siehst du nicht mehr. Also ein Stück hoch. Guck, da läuft.
Der läuft. Oh, komm noch. Ne, komm nicht zurück. Du kannst dich hochbewegen, denke ich. Und war einfach mal. Hä? Ist mich verwirrt. Oh, jetzt hat er dich. Du müsstest dich mal zu dem hinbewegen, denn der läuft gerade weg. Falls du es mitbekommst. Oder zumindest macht es sowas ähnliches. Der läuft immer mehr weg. Ja, ich bin dabei. Moin, Augen, Nord, Hahn. Maschinen, Turm, vor. Den da hinten. Oh, ich hab den schon doch einfach versteckt, die Klinge, der wehrt sich doch eh. Ich hab den doch schon gut getroffen. Nicht ins Wasser. Hast du gehört? Ja, ich hab gehört. Ist oft der Rautisch. Weiter. In die Rache Gottes! Ihr kriegt mich nicht! Oh, jetzt wehrt er sich doch! Ich brauch's bitte dein Schwert. Jetzt! Hab ich aus Versehen. Ziel hat den Wachturm erreicht. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Ist egal. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr! Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Welche Befehle? Wer hat ihm Befehle gegeben? Der Befehlshaber hat Befehle befehlt. Lasst ihn nicht entheilen! Was? Lasst ihn nicht entkeilen. Enteilen hat er gezählt. Oh, alle daneben. Das ist denn ja große. Das ist ja, weil du es gesagt hast. Haben die gesagt, da müssen wir doch ihn treffen. Wann sind denn viele? Ja, deswegen renne ich auch weg. Philipp, nimm jetzt die Leiter da. Die geht schneller. Schneller geht. Komm zurück. Reden immer so lustig. Fällt dir das auch so? Nein, was auch so lustig. Guck mal, da oben ist Dachgarten. Dachgarten. Du kannst reingehen. Roof Garden. Einmal frei. Toll, wie ich es wieder gemacht habe, ne? Nach dreimal, zehnmal sterben. Ups. Toll, wie so da ist es wieder gemacht, da. Das ist bloß einer. Oh Gott, den eben tot. Da wirft nicht einer mit Pfeilen. Nee, der schießt mit Pfeilen. Der hat nämlich Bogen. Bogen. Ah, wir Schütze. Aber ich weiß nicht, wer Schütze, der. Ich kotze dir in die Mütze. So. Ja, Schütze. Diesmal warte ich, bis alle weg sind hier. Alle weg. Alle weg. Denn dir hat nämlich niemand verfolgt. Du musst da links. 25 Schritte nach links. Da, wo der Turm da ist. Genau. Da, ja.
Rechts! Ach nee, geradeaus. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber habt Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Wir berichten Al-Mualim und... Du willst nicht wissen, was ich gerade verstanden habe, was er erzählt hat. Bitte? Der hat gesagt, ich bin nur Rafik. Spule ich bin nur Fick. Ich habe was ganz Komisches verstanden. Mhm. Das hat nicht mal was mit dem Wort zu tun gehabt. Ach so. Naja, schon, aber... Das klingt immer so. Mhm. Das kann ich jetzt hier nicht so sagen, das muss ich dir dann hinterher sagen. Okay. FSK 18. Piep. Ja, wir wollen nach Masyaf. Was gibt's denn jetzt? Was gibt's denn jetzt für Waffen? Was gibt's denn jetzt für Waffen? Benutzen Sie freies Laufen. Das Schwert, neue Messer, neue Dings, neue Bums, neue Links. Neue Bums, Dings. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist, und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter ihr. Alter ihr. Nur noch einen. Ja. So. Also wir kriegen euch Kurzschwert. Habe ich versucht, dir mit meinen Gestiken zu sorgen. Guck. Du darfst vorlesen. Den aus Synchronisation hinzugewonnen. Synchronisierung, Rang 8, Erinnerung, neue Fähigkeit, erlernt Kurzschwert, Meister, Schaden, Sie können im Hof trainieren. So, jetzt dreh ich mal um, ich will das mal sehen.
Wunderbar. Sieht richtig sexy aus. Sexy! Was war das? Was hast du nur mit diesem Philipp gemacht? Das ist doch nur aus diesem Mann gemacht. Konnten wir im Hof trainieren? Ja, was gibt's da groß zu trainieren? Kurzschwertkampf, ganz normal halt. Aber den machen wir noch kurz und dann beenden wir auch schon wieder die Folge für heute. Schon wieder. Da können wir ja nicht zu Botte kommen. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Wir mögen ihnen zeigen, was wir wissen. Warum wird er immer gedüngt? Ist es das? Keine Ahnung, versuch's einfach. Verteidigungsbrecher. Verteidigung durchbrechen, Standort. Du Verteidigungsbrecher. Verteidigungssprecher. Wir drücken Taste 2 direkt ein. Was? Nochmal. Aha. Achso, das war die falsche Taste. Entschuldigung, ich habe B statt X gedrückt. Gleich einfach mit die Farbe. Mit ich die weiß. Farbe. Dann siehst du. Nach einem Schritt. Ja, ist doch ein Schritt. Nee. Schritt. Aha, okay. Müssen die auch hinschreiben? Richtig. Schreibt, steht doch da! Ja, Schritt ist für mich das hier. Ja, aber da steht doch extra oben Schritt. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Steck dein Schwert woanders hin. Und mit einem schönen Satz verabschieden wir dieses Let's Play. Bis dahin. Was für ein schöner Satz. Tschüss. Erst musst du noch sagen, was für ein schöner Satz. Tschüss. Ihr seid okay. Beschäftigt. Ich verstehe. Jetzt hast du drüber gesprochen, du Arschloch. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Macht's gut. Wieder schauen. Macht's gut. Ach nee, wir sind jetzt im Endscreen. Ja. Trotzdem, macht's gut. Ja, gibt heute eigentlich nichts zu erzählen, oder? Nee. Tschüss. Wieder schauen.